Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Deponia. Das letzte Mal sind wir hier oben auf der Plattform der unteren Aufstiegsstation stehen geblieben. Haben wir Cletus diskutiert und müssen jetzt Goal holen. Ja, so viel dazu. Und an der Stelle geht's halt jetzt weiter. Ich weiß nicht, was ich groß sagen soll. Ich glaube, an dem kann man gerade nicht vorbei, oder? Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Gut, das heißt... Ah, genau. Wir bauen uns jetzt eine Zwille. Tödliche Schusswaffe. Check. Oh, eine Zwille. Mit dem Kaugummi, was halt echt pervers ist. Und knallen dort den Kiesel rein. Munition. Check. Und ballern die Lampe weg. Das weiß ich noch. Mann auf Gefechtsstation! Nur die Ruhe, Argus. Wir sind hier auf einem Müllplaneten. Mich überrascht eher, dass die Lampe nicht schon viel früher explodiert ist. Genau wie es dieser ganze Planet endlich tun sollte. Und jetzt bitte weitermachen. Ja. Da hing ich tatsächlich beim ersten Durchlauf richtig lange dran, weil ich diesen Kackschnörkel nicht gefunden habe. Aber jetzt ist es hier dunkel, das heißt, wir können an Argus... Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Hä? Ah. Mit dem Mob würde die Flagge aussehen wie Cletus von hinten. Aber da fehlt noch etwas. Ein Hut? Nein. Außerdem ist die Frisur noch nicht fettig genug. Ah, Sardel am Schluss. 5 brennende Feuerwerkskörper und in der Mitte ein Zombie. Wenn etwas auf die Flagge... 5 brennende... Ach, das ist die Flagge. Ich wollte den Mob natürlich an diese Sardelle. Die Sardellen kriegen. Sind schon gewaschen. Ich kann die Seife riechen. Hm. Das ist nicht der Stoff, aus dem Helden gemacht sind. So viel steht fest. Wenn überhaupt, erinnert sie an Cletus' Strampelanzug. Wo kriege ich jetzt Fett her? Geht nicht. Er liegt direkt im Sichtfeld der Organons. Zeit für einen weiteren Geniestreich. Kann ich das zusammen... Ja. Haken. Damit kann ich mir einen Lampenschirm angeln. Ich glaube, das gehört auch noch zum Kostüm. Haha! Zusammen mit dem Lampenschirm sieht die Flagge aus wie der Umhang von diesem Cletus. Fehlt nur noch die schleimige Frisur. Kann man das jetzt einfach so mit dem Mob machen? Meine Verkleidung ist fast fertig. Fehlt nur noch das Öl in den Haaren. Ah! Ach, bin ich blöd. Natürlich ist doch die Tankklappe, diese Öltankklappe. Und da tunke ich jetzt den Mob rein. Ach. Öliger Mob. Und dann ins Bumpen-Outfit integrieren. Das wird noch cooler als meine alte Lampenschirmnummer. Und jetzt haben wir ein improvisiertes Cletus-Kostüm. Genial. Und auf geht's. Diesmal habe ich mich wirklich selbst übertroffen. Hoppla, wollten Sie nicht auf der Plattform warten? Ich dachte, ich vertrete mir mal die Füße. Von da oben ist doch alles sehr schwer zu erkennen. Hm. Irgendwie gefällt mir Ihre Haltung nicht. Dabei mache ich täglich 2 Sit-Ups. Ich hoffe, Sie haben unsere Vereinbarung nicht vergessen. Ja, wie könnte ich? Haben Sie denn die Datasette bereit? Ja. Und? Wo ist sie? Ach, ich schussel. Ich habe sie wohl auf der Plattform liegen lassen. Beeilen Sie sich, Mann! Uns läuft die Zeit davon! Ach, verdammt. Komme ich doch noch nicht vorbei. Jetzt muss ich irgendwie an diese Kack-Datasette rankommen. Die kann ich dem nicht einfach so abzocken, ne?
eigentlich die da rausangeln? Irgendwie von hier unten aus oder so? Finger weg! Verdammt! Das ist nicht Goal. Mein Fehler. Das ist nicht Goal. Mein Fehler. Das haben wir jetzt noch dreimal. Mein Fehler. Das ist nicht Goal. Mein Fehler. Die Verkleidung ist perfekt. Noch nicht. Es fehlt noch ein ganz entscheidendes Element, damit wirklich alle auf mein raffiniertes Kostüm reinfallen. Dunkelheit. Ach, wie komme ich jetzt an diese Kackdatasette oder irgendwas, was danach aussieht? Komm, sagt die Rätselhilfe irgendwas? Nee, die sagt gerade mal wieder gar nichts. Ja, Klitus-Kostüm, ne? Das ist mir doch wohl bewusst, dass ich ein Klitus-Kostüm brauche. Das Gepäck von dem Kerl. Ich wette, er hat den Seitenschneider vergessen. Natürlich nicht. Man weiß ja nie, wann man nicht mal ein Gitter aufschneiden muss. Komm, wir versuchen es nochmal daran vorbeizuschleichen. Oder gibt es hier noch irgendwas? Nee. Öltank? Öltankklappe? Nee. Kann ich da was rumfummeln? Nicht nötig. Das Passwort ist Rufus. Ich habe es selbst eingestellt. Nee. Genial. Diesmal habe ich mich wirklich... Jo. Halt! Wer da? Ich bin es nur, Klitus. Und? Was und? Die Datasette. Haben Sie sie gefunden? Ach ja, bin gleich zurück. Okay. Ach, ich glaube, ich weiß jetzt wieder, wie man an die Datasette rankommt. Was wurde mir hier eingeblendet? Ja. Ich glaube, ich weiß wieder, wie. Ab zur Plattform. Und ab nach oben. Und jetzt reden wir nochmal mit dem echten Klitus. Ich glaube, die muss man ihm irgendwie abschwatzen. Anders geht's ja nicht. Das hat dich nicht zu interessieren. Du bringst mir Goal und ich nehme dich mit nach Elysium. Mehr haben wir nicht vereinbart. Wir schreiben uns also nicht gegenseitig was in unsere Poesiealben. Nein. Schade. Ich brauche die Backup-Datasette. Da muss ich dich enttäuschen. Die hilft nicht gegen mangelnde Hirnkapazität. Ich brauche sie trotzdem. Und wozu, wenn ich fragen darf? Goal ist bewusstlos. Was hast du getan? Ist ihr Implantat beschädigt? Keine Sorge, es geht dir gut. Ja, okay, super. Aber das Implantat, ist das Implantat noch intakt? Ich glaube schon. Was heißt das, du glaubst? Ohne Goals Implantat werde ich Deponia nie verlassen können. Dann gib mir diese verdammte Datasette, damit ich sie endlich aufwecken kann. Ja, okay, fein. Hier hast du die Datasette. Aber wenn sie wach ist, bringst du sie unverzüglich hierher. Ist das klar? Und Gnade dir Gott, wenn das Implantat beschädigt ist. Du liebst sie wirklich, oder? Das ist innige Liebe. An alle 13-Jährigen da draußen, das ist wahre Liebe. Nein, natürlich nicht. Genial. So. Und jetzt haben wir das Kostüm und die Datasette. Und du hältst die Klappe. Weil jetzt kommen wir morgen an. Halt! Wer da? Ich bin es nur, Klitus. Und? Was und? Die Datasette. Haben Sie sie gefunden? Na klar. Hier ist sie doch. Keine Panik. Wo? Ich kann kaum was erkennen. Und überhaupt, was lungern Sie eigentlich so im Schatten herum? Kommen Sie her, Mann, damit ich Sie sehen kann. Aber, Amtmann, seien Sie doch bitte etwas höflicher. Sie vergessen, dass wir alle für dasselbe Ziel arbeiten. Lassen Sie den Botschafter passieren. Je schneller er diesen Rufus und damit die Aufstiegscodes gefunden hat,
Umso schneller können wir mit unserer Mission fortfahren. Jawohl, Sir. Ich glaube, dass der Herr Botschafter den Ernst der Lage sehr wohl verstanden hat. Er ist sich sicher bewusst, dass er nur diese eine Chance hat, die Aufstiegscodes wiederzubeschaffen. Und dass wir anschließend unsere eigenen Methoden einsetzen werden. Das stimmt doch, Herr Botschafter. Oder? Natürlich. Puh, das war brenzlig. Ich glaube, ich kann das Kostüm jetzt hier lassen. Ich bezweifle ohnehin, dass sie nochmal drauf reinfallen. Tada! Kann ich das... Achso, zur Bahnhofshalle steht er nur. Scheiße. Na gut. Was stand jetzt hier? Okay, wir sind vorbei. Ach, stimmt. Ja, stimmt. Wir wissen ja, wo Goal liegt. Goal? Wir wussten ja, wo Goal lag. Goal! Zappalot, sie ist verschwunden. Was war denn hier los? Ob sie von den Organons erwischt wurde? Unsinn, das kann nicht sein. Das hätten sie erwähnt. Aber wer sollte sie sonst verschleppt haben? Ich muss sie unbedingt finden. Und das, bevor dieser Argus es tut. Vielleicht finde ich irgendwelche Spuren. Wie man die Spuren findet, weiß ich natürlich schon. Das war eine Stelle, die habe ich damals tatsächlich im Internet nachgeschlagen, weil ich nicht mehr weiterkam. Und ich so frustriert war, dass ich tatsächlich nachlesen musste. Deswegen werde ich nicht so tun, als ob ich es nicht wüsste. Hier ist die Phosphorspur. Das heißt... Aha, eine Spur. Goal wurde offenbar in Richtung Ausgang geschleift. Keine Angst, Schätzchen. Rufus eilt zur Rettung. Das ist das Rätselslösung. Wir müssen die Phosphorspur anleuchten. Ich meine, da bin ich jetzt ehrlich. Das weiß ich. Und jetzt speichere ich nochmal schnell. Laden, speichern. Weil... An der Stelle ist mir damals das Spiel immer komplett abgekackt. Aber ich glaube, das haben sie hier mittlerweile gefixt gehabt. Weil ich muss mir da extra einen Patch runterladen, weil ich an der Stelle das Spiel nicht mehr weiterspielen konnte. Ich bin hier reingekommen, bin hier runter zur Phosphorspur und dann ist mir das Spiel komplett gecrashed. Ich konnte nicht weiterspielen. Ja. Und das hat mich echt gefrustet. Ich habe dann Dedelic angeschrieben. Danach mal nach einem Patch gesucht. Hab einen Patch gefunden. Dedelic meinte, ja, hier Systeminformationen und alles. Und ich meinte dann, jo, sorry Leute, ich habe bereits einen Patch gefunden. Es ist gelöst. Aber bis dahin war die Panik erstmal groß, weil, ich meine, Eponia war halt so ein cooles Spiel bis hierhin. Und ich wollte halt unbedingt weiterspielen. Und ich konnte einfach nicht. Ja, und jetzt lauschen wir erstmal Pokis Worten. Die Nadel als Spiegel der Gesellschaft. Ja, Nadel und Faden, die Nadel im Heuhaufen. Hier dient die Nadel nicht nur einem inhaltlichen und einem game-designerischen Zweck, sondern auch als weiteren Beweis der totalen, Jahre vorausgeplanten Intermedialität, die Dedelic-Produkt natürlich immer, immer zu eigen ist. Und zwar findet ihr einen tatsächlichen Abriss über die Bedeutung eines Nadelhaufens im Entwicklerkommentar der neuen The Whispered World Special Edition. Hier verrate ich ihn gar nicht. Soll ich schon die Whispered World Special Edition reinziehen? Idioten. Ah, schön. Ja, danke. Ja, Whispered World steht natürlich auch noch auf meiner Liste. Das habe ich auch leider noch nicht. Wobei ich mir das mal besorgen müsste. Dedelic-Spiele besorge ich mir ja gerne in dieser Sammel-Editionsbox. Nur diese XXL-Dinger. Die halt immer so mega fett sind und ungefähr einen halben Platz im Regal einnehmen. Aber dafür sind sie nice. Und das ist es mir wert. Ja, Whispered World muss ich mir auch noch besorgen. Muss mir alle Dedelic-Spiele besorgen. Ich bin ein Dedelic-Fan, echt. Ein Haufen dreckiger Spritzenkanülen. Wer wirft denn sowas weg? Rufus anscheinend nicht. Tja. Freie Auswahl. Au, die nicht. Au, ah. Ha, die hier hat Respekt vor mir. Die nehme ich. Hey,
Das ist gar keine Nadel. Ich habe buchstäblich den Strohhalm im Nadelhaufen gefunden. Wer kann das schon von sich behaupten? Ja, wir haben es heuer im Nadelhaufen gefunden. Alles klar. Jetzt die Phosphorspur. Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Ich glaube, dieses Gitter hält ihn auf. Ein Monster muss Goal verschleppt haben. Kein normaler Mensch bekäme das mit bloßen Händen auf. Kann man das mit dem Haken öffnen? Ja. Nice. Dann direkt der nächste Kommentar von Poki. Zu diesem Screen gibt es eine kleine Anekdote aus einem Bereich, der sonst viel zu wenig besprochen wird und in solchen Entwicklerkommentaren sonst klassischerweise eigentlich viel zu kurz kommt. Und zwar aus dem Bereich Quality Assurance, und zwar da, wo die Spiele getestet werden. Denn als sich die Produktion von Deponia, dem ersten Teil, ihrem Ende neigte, tauchte doch tatsächlich eine höchst merkwürdige Fehlermeldung in unserem Bug-Reporting-Tool auf. Das Ulkige war aber weniger eigentlich, also eigentlich, der Name war halt unglaublich ulkig. Das Ulkigste daran war aber, dass jeder von uns Skriptern, also ich habe dann zu der Zeit auch schon wieder mitgeskriptet, war mit einem anderen durch, Texte, Sprachaufnahmen und so weiter, ganz genau wusste, was damit gemeint war. Und zwar, der Name dieser Fehlermeldung stand schon im Titel dieses Tickets und der hieß Wahl weg, trotzdem fishy fishy. Wir wussten ganz genau, was gemeint war. Bei Dedelic arbeiten ist wahrscheinlich wunderschön. Ja, dieser Wal, den man hier unten sieht, ist ausschlaggebend. Ach, jetzt weiß ich auch, was man hier machen muss. Man muss... Komm, Fischi, Fischi. Puh, er sieht sie anscheinend gar nicht. Deswegen hängen wir die an den Haken. Komm, Fischi, Fischi. Puh, er sieht sie anscheinend gar nicht. Ach nee, deswegen craften wir die mit der Phosphorzuckerwatte. Das Auge muss wohl... Oh, oder auch nicht. Gut, auf ein neues. Ach nee, das mit dem Phosphor war ja die Zuckerwatte. Okay, hier haben wir einen Haken, hier haben wir einen Müllberg. Wir müssten halt jetzt die Sardelle am Spieß leuchten, also rein mit euch machen. Obwohl sie tot sind, halten sie sich am Stock fest. Seltsam. Okay, kann man damit hier durch den Tümpel tauchen? Ja, das wäre super krass. Und der Strohhalm würde einen prima Schnorchel abgeben. Aber solange niemand zuguckt, wäre es vergeudet. Scheiße. Da ist natürlich wieder kein Plan. In den Kofferraum. Ich spare mir meine Tele... Verdammt. Okay, da ist Feierabend. Scheiße. Ich spare mir auch nicht ran. Eingangshalle. Kann ich hier irgendwas reißen? Nee. Hoch. Ist wohl nichts mehr. Okay, das hat's hinter sich. Au. Phosphorlache, Phosphorspur, Sardellenautomat. Zur Eingangshalle. Runter. Wir müssen hier hinten zum Turm. Die Frage ist nur, was wir hier machen müssen.
jetzt fummel ich mal in der Tonne mit Wasser hier rum. Ist das Säure oder Wasser? Nur Wasser. Genial! Endlich werde ich diesen widerlichen Geschmack los. Okay. Neue Mission. Das strahlt schon genug. Okay. Ich komme an der Stelle nicht weiter. Deswegen speichere ich mal. Laden, speichern. Neuer Spielstand, speichern. Und bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann und ciao, ciao.